Ihr wisst ja, vor jeder Sendung gibt es immer eine kleine Erinnerung daran, dass wir eure Unterstützung brauchen. Übrigens, eure Unterstützung ist wichtig. Wir haben jetzt auch Werbepartner, die uns unterstützen. Wir versuchen also, dieses Projekt auf möglichst viele Säulen zu stellen. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, wenn wir jetzt auch Werbung machen, dann müssen wir ja nicht mehr. Nee, nee, weil, das ist natürlich genau der Punkt, wir wollen ja nicht, dass die Werbung in irgendeiner Form Einfluss nehmen kann. Wir wollen uns einfach breiter aufstellen. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung unserer Werbepartner. Und ja, hier gibt es diesen kleinen Sinnfragenkombinator, der so interessante Fragen auswirft wie: Ist Demokratie gefährlich oder ist Macht nervig? Oder ja, hier sollte man Fair Talk unterstützen. Interessant. Die Antwort kennt ihr und alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, unter diesem Video. Ich sage schon mal im Namen des gesamten Teams herzlichen Dank. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu unserem Q&A, zu unserer Sendung Tiefer Staat, verdeckte Operationen und investigativer Journalismus. Eine spannende Runde ist es gewesen und jetzt kommen die Fragen hier aus unserem Publikum. Ich möchte noch mal kurz vorstellen, wer hier am Tisch sitzt: Jutta Raabe, Patrick Barb, Frank Höfer und Matthias Bröckers. Alle, die Hauptsendung gesehen haben, wissen jetzt, warum ich da ein bisschen gezögert habe. Also so als kleiner Cliffhanger, euch das nochmal anzuschauen. Ja, haben wir schon eine Frage hier im Publikum? Ja, hallo, mein Name ist Holger. Hallo Holger, guten Abend erstmal. Ich hätte da eine Frage an die Frau Raabe. Sie sprachen an, die Estonia wurde wohl von den Russen gesprengt. Aber es fiel kein Wort über die Motivation, über das Motiv. Warum haben sie es gemacht? Wir wissen ja, damals, Mitte der 90er, war Jelzin dran. Die Amis haben da viel mit den Oligarchen in Russland gerührt. Was ist die Motivation aus dieser Sprengung oder dem Untergang? Ja, was im Moment, ja, oder nicht im Moment, sondern schon längere Zeit bekannt ist. Ein Zollbeamter hatte das ja schon einmal in einer schwedischen Nachrichtensendung bekannt gegeben, dass er selber instruiert worden war, bestimmte Transporte, die mit der Estonia durchgeführt wurden, auf denen sich Militärgut befunden hat, nicht zu kontrollieren. Und daraufhin hat es wieder einen Untersuchungsausschuss gegeben in Schweden. Und da kam dann bei raus, ja, solche Militärtransporte gab es. Die waren teilweise im Auftrag der schwedischen Regierung, teilweise im Auftrag der amerikanischen Regierung. Und man hat natürlich versucht, Technologien sich anzueignen oder abzukaufen, die in Russland entwickelt worden waren und die man sozusagen über einen kurzen Dienstweg einfach rausgeschafft hat aus dem Land. Dieser Lennart Henriksson, der war auch gerade in Pension gegangen, da hat er sich erst getraut, das dann auch zu erzählen. Der ist auch seines Lebens nicht mehr froh geworden, weil den hat man seitdem auch nicht irgendwie in Ruhe gelassen. Aber das scheinen tatsächlich die Hintergründe zu sein, dass also auf einer Passagierfähre militärisch wichtige Güter transportiert wurden. Und was das Ganze, wie soll man sagen, ein bisschen besiegelt oder unterstützt, ist die Tatsache, dass tatsächlich, ich habe einen amerikanischen Kollegen, mit dem ich immer sehr eng zusammenarbeite, dass der tatsächlich in Amerika mal angefragt hatte bei den Geheimdiensten, die haben ja den Freedom Act of Information, und was habt ihr über Estonia? Und von allen kamen wahrheitsgemäß offensichtlich Antworten, und da waren immer nur Zeitungsausschnitte und kleinere Berichte, die alle uninteressant waren. Nur die NSA hatte einen Ordner wohl, der für 75 Jahre geheim gestempelt war. Und dann kann man dagegen Widerspruch einlegen in Amerika, und der Drew Wilson, der Kollege von mir, hat also diesen Widerspruch gemacht. Dann geht das vor einen obersten Bundesrichter, und der muss in die Akte reingucken und muss dann beurteilen, ob das gerechtfertigt ist. Und das war ja 75 Jahre, also versiegelt. Dazu ist es dann auch gekommen, und der oberste Bundesrichter hat die Akte aufgeklappt, reingeschaut, sie zugeklappt und zugemacht und tschüss.
und für immer gesperrt. Und so. Daher können wir alle annehmen, dass wir sehr gut informiert waren mit dieser russischen Waffen- und Militärtechnologie, die auf der Estonia transportiert wurde. Weil wenn es andere profane Gründe gegeben hätte, was weiß ich, Eifersüchteleien unter Geheimdiensten, wie so oft vermutet wurde, dann hätte die NSA nicht die Akte versiegelt. Ja? Für immer. Bei 9/11 sind sie ja im Übrigen auch versiegelt. Das hat George W. schon veranlasst. Also da werden wir nichts erfahren. Und Kennedy-Mord, John F. Kennedy, da habe ich auch mal ein Buch zugemacht. Das kommt jetzt im Herbst nochmal neu. Das ist diese Kugel, die so ein die Magic Bullet sozusagen, ja, die den Kennedy tötet und den Senator vor ihm noch fünf Verletzungen beibringt. Eine Kugel, ja. Und seit 2017 sollte ja schon, das war 25 Jahre vorher im Parlament beschlossen, JFK Records Act, alle Behördendokumente zum Kennedy-Mord müssen innerhalb der nächsten 25 Jahre veröffentlicht werden. Und das war 2017 schon abgelaufen. Und wir haben jetzt schon drei Präsidenten, nämlich Obama, Trump und Biden, die immer noch, es sind noch immer 3600 Dokumente, also Behördendokumente zum Kennedy-Mord, da ist der Deckel drauf. Und die kriegst du nicht mit Freedom of Information Act raus, weil gesagt wird, nee, das belangt die nationale Sicherheit. Genau, beeinträchtigt die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Und das ist jetzt, der Kennedy-Mord war 1963, ja, und bis heute kriegt man nicht, Beispiel, die Lohnsteuerkarte von Lee Harvey Oswald, dem Einzelschützen. Ja, warum eigentlich nicht? Warum darf ich nicht wissen, von wem hat Oswald seit 58 Geld gekriegt? Ja, müsst ihr euch jetzt fragen. Wäre auf jeden Fall eine interessante Frage und eine wichtige Antwort in dem Zusammenhang. Ja, aber du kriegst es nicht. Und da gibt es noch eben 3600, die sind nicht alle so interessant, aber da ist der Deckel drauf. Und bei 9/11, das werden wir, die jetzt hier am Tisch sitzen, nicht mehr erleben, dass diese Akten freigegeben werden. Das wird nicht mehr passieren. Also da bleibt sozusagen, das bleibt ein Geheimnis. Und so wird es wahrscheinlich auch mit der Estonia-Akte sein. Ja. Gibt es eine weitere Frage hier in Hamburg im Publikum? Ja, ich würde gerne wissen, in Bezug auf dieses Zitat, Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. Ich habe Herzrasen. Ganz ruhig, wir haben alle Zeit der Welt, ganz in Ruhe. Ja, sonst vielleicht erst später oder jetzt? Geht, gut. Speziell jetzt an den Plattformbetreiber Herrn Höfer. Was denken Sie, wie sehr wird Ihnen dieser Digital Service Act in Zukunft Steine in den Weg legen? Ja, danke für die Frage, Lena. Herr Höfer. Ja, also das ist ja jetzt ein ganz neues Phänomen, dass man eben umgedacht hat und sich überlegt hat, es gibt immer mehr unliebsame Inhalte im Internet und wenn wir jetzt anfangen, Millionen von Inhalten zu löschen, das fällt irgendwie auf. Das dürfte beim Volk dann irgendwann mal bitte aufstoßen. Deswegen hat man jetzt eben diesen eben angesprochenen Act eingeführt, dass man das sozusagen etwas subtiler macht, dass man Suchergebnisse demnächst zum Beispiel ändern will, wo man alternative Inhalte oder anders gesagt alles, was dem offiziellen Narrativ, egal bei welchem Thema, widerspricht, soll bei Google zum Beispiel gar nicht mehr auftauchen. Nicht mehr nur noch auf Seite 13, sondern gar nicht mehr. YouTube gehört zu Google als größte Informationsverbreitungsplattform in Videoform. Wird sich das dort auch noch mehr in diese Richtung bewegen, dass man eben restriktiv die Inhalte nicht löscht, aber eben Shadowband. Man stellt sie den Abonnenten und so weiter nicht mehr zur Verfügung und man framet zusätzlich noch. Jeder hat das schon erlebt. Man guckt irgendein Video zum Klimawandel oder zum Ukraine-Krieg und man hat da unten gleich schon mal die Wikipedia-mäßige Richtigstellung, wie man da
drüber zu denken hat, quasi im vorauseilenden Gehorsam, dass das, was in dem Video gesagt wird, eventuell nicht so ganz der Wahrheit entsprechen könnte. Also da sorgen die Algorithmen vor, und mittlerweile sollen ja die Plattformbetreiber auch dazu verpflichtet werden, Inhalte zu zensieren. Und auch wenn unsere Bundesregierung sagt, wir zensieren nicht, wir mischen uns da nicht ein, was ja zum Beispiel im Fall von Ken Jebsen eine glatte Lüge war, da hat sich ja die Landesmedienanstalt eingeschalten, weil es einfach zu viele Zuschauer waren. Man hätte ja dieselben Maßstäbe auch an jeden anderen YouTube-Kanalbetreiber anlegen können, aber bei Herrn Jebsen war es einfach zu viel. Ja? Da hat man dieses Tool dann einfach mal gezogen und ist sein Kanal platt gemacht, was ja eine Existenzvernichtung in dem Moment tatsächlich gleichkam. Und ja, von daher befürchte ich Schlimmes, was das betrifft. Aber die Erfahrung hat auch gezeigt, man kann immer reagieren. Es wird dann immer eine Alternative geben. Und ehrlich gesagt ist es im Moment so, YouTube ist halt der Platzhirsch. Auch wenn viele sagen, geht doch weg von YouTube, was wollt ihr da, wenn die euch zensieren und so weiter. Wenn man weggeht, zensiert man sich quasi gleich selbst. Ja? Von daher ist man da im Moment angewiesen. Aber wenn YouTube wirklich den Bogen überspannt und es gar keine Alternative mehr oder wenn YouTube nicht mehr nutzbar ist aufgrund der ganzen Regularien, die da kommen sollen, dann wird sich das definitiv anders entwickeln. Es braucht dann halt einfach Zeit und die Bereitschaft der User, dann eben auch mal die Plattform zu wechseln, was im Moment nicht der Fall ist. Und ich bin da sehr gespannt, in welche Richtung sich das bewegt. Ich denke, Webseiten abschalten wird nicht gehen. Es wird nur zunehmend schwerer in Zukunft neu anzufangen. Wenn man da jetzt, sage ich mal so, wie wir zum Beispiel schon eine etablierte Marke hat oder eben einen Namen, weil man eben schon 12 Bücher auf dem Markt hat, dann geht das wahrscheinlich noch irgendwie. Aber wenn man ganz neu einsteigt in diese Szene in Zukunft, wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, ach, das kann ich auch mindestens genauso gut, er wird es sehr schwer haben, weil man von Anfang an natürlich da schon die Daumenschrauben Aber da gibt es dann ja vielleicht eben genau die Alternativen, die Sie ansprechen. Ja, es ist eine Frage der Zeit. Und vor 3 Jahren kann auch noch keiner Telegram, und plötzlich gibt es da ja auch Kanäle, die haben irgendwie hunderttausende Abonnenten. Also von daher. Ja. Darf ich das aber nochmal ergänzen? Gerne. Und zwar, da gibt es noch einen anderen Aspekt, nämlich der früher ansetzt, nämlich bei uns Journalisten. Was ich auch bis vor einem Jahr noch gar nicht wusste, dass die Rechtsprechung sich derartig verändert hat, dass man zum Beispiel keine echte Verdachtsberichterstattung mehr machen darf. Das heißt, man kann zwar sagen, ich glaube, dass ein bestimmter Politiker oder ein Umfeld von einem Politiker korrupt ist, meinetwegen. Ich darf den Namen nicht nennen, ich darf den Mann nicht mit Gesicht zeigen oder die Frau. Oder der kann mich verklagen. Genauso ein Unternehmen, eine NGO, ein Ministerium oder wie auch immer. Das heißt, wenn aber jetzt Verdachtsberichterstattung so durch Rechtsprechung blockiert wird, das ist kein Gesetz bei uns, sondern es ist Rechtsprechung, dann wird das natürlich zunehmend schwieriger, Leute, also sozusagen denen was nachzuweisen. Denn die Beweise, die man vorlegt, reichen nicht. Es muss ein Urteil gesprochen sein, dass man frei darüber berichten darf. Das heißt aber, derjenige muss ja dann schon verurteilt sein. Das heißt, er muss schon aufgefallen sein, jemand muss eine Anzeige gestellt haben. Da ist ja viel, viel Vorarbeit notwendig. Das gehört ja nicht zu unserer Arbeit der Journalisten. Das heißt also im Grunde genommen, der investigative Journalismus wird eigentlich massiv durch die geltende oder jetzt gängige Praxis der Rechtsprechung bedroht. Und das setzt schon vorher an. Das setzt schon an, bevor ich überhaupt im Fernsehen, selbst sogar im Mainstream-TV oder eben auf Plattformen überhaupt was veröffentliche. Das heißt, diejenigen, die betroffen sind, können dann gegen mich klagen und sie können Schadensersatz verlangen. Die sagen dann zum Beispiel einfach, ja, das hat unsere Organisation in ein schlechtes Licht gestellt. Jetzt haben wir leben von Spendengeldern und jetzt haben wir 100.000 Euro weniger Spendengelder letzten Monat gehabt. Und plötzlich ist man schadensersatzpflichtig. Aber kann man das dann auch andersrum anwenden? Also mein Portal wird permanent vom Mainstream-Journalisten diffamiert. Ja, und das ist ja auch dieser pure Verdachtsjournalismus. Genau. Kann man könnte auch, ich ja auch klagen. Ja, genau. Also theoretisch, wenn ich sage ja mal, dass man kann das bekämpfen, indem man den Umkehrschluss bildet und dann die mit ihren eigenen Waffen schlägt. Ja, das sollte man mal probieren. Ne? Aber ich habe es bisher leider sogar am eigenen Leib, nur erfahren in der umgekehrten Richtung, dass mir bestimmte Dinge
Gott sei Dank nicht in dem Sinne untersagt wurden, weil ich konnte das immer noch so beweisen, auch anhand von Dokumenten und so, dass ich mir das nicht jetzt einfach zusammengereimt oder aus den Fingern gesogen hatte. Aber es wird schwieriger, also da die Einschläge kommen näher. Und wenn dann so ein Urteil greift und man selber steht da und nicht irgendeine große Zeitung dahinter, die zum Beispiel mal 100.000 Euro Strafe einfach zahlt, ja, sondern man steht da als Journalist und wird verurteilt zu 100.000, dann ist aus. Ne? Dann kann man den Rest seines Lebens bei einer Versicherungs-AG arbeiten oder sowas. Ja. Werbung. Einzigartig, einfach intelligent, das Wallaphone 22. Wichtige Alltagsfunktionen mit einer Geste aufrufen, mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das leistungsstarke Wallaphone aus Deutschland auf wolla.online. Eine weitere Frage hier aus unserem Publikum. Ja. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Hallo, mein Name ist Marion aus Österreich. Hallo Marion. Ich möchte an die Frage eben anschließen und an das Zitat von Herrn Raab, dass er der Meinung ist, dass quasi die Demokratie schon Vergangenheit wäre ohne diese freien Medien, über die heute gesprochen wird. Und ich bevorzuge den Begriff freie Medien gegenüber alternativen Medien. Vielleicht die Frage an Frank und Jens und natürlich alle. Welchen Stellenwert hat bezogen auf diese steigende Angriffsflut, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kanälen, zwischen den einzelnen Marken, ja, oder zum Beispiel von Kevan. Kevan sagt immer wieder, dass er daran arbeitet, sich technisch unabhängiger zu machen. Also gibt es da Zusammenarbeit, Zusammenhalt, gemeinsame Pläne? Also bei Nuviso ist es ja so, dass wir ja schon ein Konglomerat vieler Leute sind. Es gibt natürlich auch viele Einzelkämpfer und es ist, wie gesagt, auch ein sehr heterogenes Feld innerhalb der freien Medien. Will halt auch nicht jeder mit jedem. Es sind auch viele Menschen, da spielt auch Konkurrenz eine Rolle, es spielt auch Geld eine Rolle. Das ist nun mal so. Aber so grundsätzlich halte ich das für eine fantastische Idee und wir selber pflegen das auch bei uns, dass man sich natürlich gegenseitig unterstützt innerhalb dieser Szene. Aber das geht natürlich nur mit den Mitteln, die da sind. Ja, also man und dafür plädiere ich auch, dass man sich vielleicht das Leben weniger gegenseitig schwer macht, sondern eben auch unterstützt. Das haben die Massenmedien oder generell das Establishment oder der tiefe Staat oder wer auch immer die da oben bereits verinnerlicht, weil die setzen das sehr gut um. Die haben auch ihre Konkurrenzkämpfe, da geht es auch ums Geld, aber bei den wesentlichen Dingen, bei den wichtigen Dingen ziehen die an einem Strang. Und da könnte die freie Medienszene, glaube ich, noch ein bisschen was lernen vom Mainstream. Grundsätzlich sehe ich aber Zusammenarbeit hier und da, die auch sehr gewinnbringend ist, da wo es funktioniert. Also was ich ganz wichtig finde an dem Punkt ist Unterstützung, ja, gegenseitige Unterstützung, was ja auch da oder was man ja auch daran sieht, dass ja zum Beispiel jetzt Sie heute bei uns am Tisch sitzen und ich war auch schon mal bei Nuviso eingeladen und wir sprechen über die wichtigen Themen der Zeit und helfen uns auch so gegenseitig natürlich dabei, dass die Beiträge eine möglichst große Öffentlichkeit bekommen. Was ich eher kritisch sehe, ist, wenn es wieder dazu führt, dass es so eine neue Machtkonzentration gibt. Weil das ist das ja, was wir ja eigentlich ablehnen, indem wir sagen, und das sehen wir ja auch gerade, dass wenn die Machtkonzentration irgendwann zu groß wird, passiert ja genau das, wofür wir eben nicht stehen, sondern wir stehen ja dafür, dezentral zu sein. Wir stehen ja dafür, eben ein eigenes Projekt zu sein. Und ich, also meine Vermutung wäre, dass ein Zusammenschluss wieder zu mehr Reibung und Problemen führen würde und deswegen sehr viel Energie dabei auf der Strecke bleibt, die wir viel besser dafür einsetzen können, uns selber weiterzuentwickeln und dennoch aber natürlich die Unterstützung des anderen. Ja, ich habe es noch nie anders erlebt, dass wenn ich irgendwo bei einem anderen alternativen Medium einen Wunsch oder eine Frage hatte, dass das abgelehnt wurde. Wir unterstützen uns einfach. Und das ist diese, Marion, diese Form der Zusammenarbeit, wie ich auch sagen würde, die ich wiederum sehe und auch praktiziere, dass sich jetzt alle zusammenschließen.
Das sehe ich nicht. Das sehe ich auch nicht, aber es wird ja auch gearbeitet im Moment von ein paar Leuten aus unseren Kreisen an einer neuen Plattform sozusagen, ja, um eben, weil wir haben YouTube, Google und so weiter angesprochen, so, dass wir da ja auch nur geduldet sind, sage ich mal, ja. Und wenn es dick kommt oder hart kommt, dann da auch rausfliegen, ja. Dass deswegen ist, also ich unterstütze das stark, dass eine Plattform geschaffen wird, wo jeder, wo eben nicht Macht konzentriert wird, sondern wo nur eine Plattform geschaffen wird, wo die verschiedenen dezentralen Projekte oder alternativen Medien eben sich alle präsentieren, ja, und wo wir eben geschützt sind, so ein Stück davor, dass die Server abgeschaltet werden, dass Dinge passieren, wie mit, den hatten wir heute noch gar nicht, Julian Assange, ja, der wichtigste investigative Journalist unserer Tage, der eben im Gefängnis sitzt, ja, und seine Plattform, die ja auch sowas war, jeder Whistleblower konnte sich da melden, ja, gibt's ja immer noch, und wenn wir es schaffen, so etwas hinzukriegen, ja, dass hier Fair Talk und Nuoviso und die 5, 6, 7, 8 oder 10 anderen, die es da noch gibt, wo die alle präsent sein können, nebeneinander, und wo jeder Zuschauer auch gleich weiß, oh, ich muss nur hier klicken und dann kriege ich das. Das wäre großartig. Das ist dann aber eher eine technische... Ja? Genau, eine technische... Kooperation. Eben, nicht, dass wir jetzt, ich war ja mal irgendwie in vielen Zeitungen, ich will auch gar nicht mehr mit 20 Leuten morgens diskutieren, ja, ja, machen wir das jetzt so oder so oder so, das hält ja nur auf, kostet Energie, ja, nein, jeder soll schon sein Ding machen, aber wir schaffen uns eine technische Plattform, wo wir alle gemeinsam, genau, präsent sind. Das wäre sozusagen das Ziel und nicht mehr abhängig, dass YouTube, Google und so weiter uns weiter featuren, so ein bisschen, weil sie uns nicht so ganz brutal rausschmeißen können. Aber irgendwann, befürchte ich, wird das passieren. Und deshalb brauchen wir auch diese alternative Technik und einen Server, den die USA auch nicht einfach morgen abstellen, genau, können. Genau, oder so Herr Stöhr mit T-Online, genau, so oder sowas. Ja. Ja. Das, denke ich, ist notwendig für die Zukunft. Herr Barth, wollten Sie noch was dazu sagen? Nur ergänzend, ich unterstütze das sehr. Ja. Wir brauchen eine eigene Plattform, denn es handelt sich hier bei diesen Plattformen, die genannt worden sind von Ihnen, um proprietäre Märkte. Das heißt, das geht da nicht so wie auf dem Marktplatz, wo jeder mal hingehen kann sich ein Brot kaufen. Nein, da ist vorne ein Wachhäuschen und der Besitzer des Marktes entscheidet, wer rein darf und wer nicht. Und das ist das Undemokratische, ja. Und damit kann man auch Zensur privatisieren, weil man einfach entscheiden kann, der darf da gar nicht veröffentlichen. Und das ist natürlich für Staaten eine ganz bequeme Art zu manipulieren, weil man einfach sagt, wir haben damit gar nichts zu tun. Bei uns herrscht Meinungsfreiheit. Das machen aber dann die Privaten. Und deswegen brauchen wir eine Plattform, die offen ist für diese Szene, wo wir entscheiden können, wer da rein darf und wer nicht. Und wo wir nicht in die Situation reinlaufen wie Ulrike Gero, dass klar ist, ich setze mich dahin, aber Moderator und zwei oder drei andere schreien mich dann nieder. Sodass wir das aufhalten können. Weil es ist die typische Situation, dass man im Grunde genommen nur als Feigenblatt oder Pluralitätsreserve dahingesetzt wird, aber es ist ganz klar, was bei der Sendung rauskommt. Mhm. Und der andere Aspekt in Richtung Marion, das ist... die Überlegung, warum der Diskursraum zusammenbricht. Und der bricht deswegen zusammen, weil die ideologischen Staatsapparate funktionieren wie kommunizierende Röhren. Und ideologische Staatsapparate, das sind Schulen, Universitäten, Medien, auch zum Teil das Justizsystem, das funktioniert wunderbar. Also jemand wirft sozusagen den Ball ins Wasser, alle anderen ziehen nach. Am Ende kommen die Juristen und gegen denjenigen, die da Kampagnen starten, die erhalten auch noch juristischen Flankenschutz. So, da macht man nichts mehr. Also ein Beispiel dafür,
der Sohn eines Freundes, Leistungskurs Geschichte auf dem Gymnasium, wählt als Thema die Stalin-Note von 1952. Also Stalin hatte damals ein gemeinsames, neutrales Deutschland vorgeschlagen und all das, was damit zusammenhängt. Da sagen die Lehrer ja, kannst gern machen im mündlichen Abitur, aber russische Literatur darfst du nicht verwenden. Ja, das ist auch Wissenschaft. Das ist auch Wissenschaft. Die mögen andere Auffassung sein, das muss man doch einbeziehen. Und da beginnt schon dieses strategische Framing, dass nur noch bestimmte Dinge gedacht werden dürfen und gesagt werden dürfen. Und das geht auf den Universitäten natürlich dann weiter. Und in den Medien auch. Also das ist nicht nur das Mediensystem. Und so wird der Diskursraum sukzessive verengt durch äußere Einflüsse. Das müssen wir aufbrechen, weil wir bewegen im Moment uns auf einen postdemokratischen Diskursraum zu. Ja, weil klar ist, bestimmte Positionen enden im Berufsverbot. Und das darf nicht sein. Also. Eine weitere Frage hier aus dem Publikum in Hamburg. Jo. Hallo, schönen guten Abend. Ja, guten Tag, Dieter Buhlen, mein Name. Hallo Herr Buhlen. Ja, guten Tag, moin. Sehr gute Show, ihr habt das alle super gemacht. Herr Barth, vielleicht der tiefe Staat heißt ja eigentlich, dass es vielleicht eher national ist. Gibt es auch einen internationalen tiefen Staat? Und an Frau Raabe, ihr Föhn wurde manipuliert. Das hatten Sie vorher nicht ganz ausgeführt. Da würde ich ganz gerne wissen, was die da gemacht haben. Herr Barth, fangen Sie an. Ja, ich möchte mal anfangen mit dem Titel eines Buches, das der Friedensaktivist und Historiker Jonathan Schell 2003 anlässlich des Irakkrieges geschrieben hat. Er lebt in Washington, inzwischen ist er verstorben. Das Buch hieß The Unconquerable World, die Welt, die nicht erobert werden kann. Ich will sagen, wenn also jetzt eine Supermacht sich anheischig macht, die ganze Welt zu unterdrücken, Full Spectrum Dominance, dann entstehen an den Rändern immer Widerstände und Widersprüche. Und es gibt einen internationalen tiefen Staat. Ja, das hat sehr viel zu tun mit der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten. Aber wir erleben gerade einen Prozess, in dem andere Länder sagen, die BRICS-Staaten zum Beispiel oder demnächst ab kommendem Jahr BRICS Plus, das machen wir so nicht mehr mit. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Und das sind Staaten, die im Moment die größere Wirtschaftskraft haben und die drei Viertel der Menschheit vertreten. Also wir haben uns als Bundesrepublik Deutschland an ein Imperium im Niedergang geklammert, auf Gedeih und Verderb. Und das kann nach hinten losgehen. Zumal ich der Auffassung bin, dass dieser Krieg, und da fühle ich mich in eins mit dem amerikanischen Politologen John Mearsheimer in Chicago, dass dieser Krieg nicht morgen zu Ende sein wird in der Ukraine, sondern die beiden Supermächte haben es geschafft, uns in einen sehr, sehr langen Krieg hineinzuführen. Und der Verlierer wird Europa sein. Und die Menschen in Europa können es sich nicht mehr erlauben, in meinen Augen, wie anästhesiert, ja, schlafwandlerisch, weiter in diesen Konflikt reinzulaufen. Denn wir werden den Preis zahlen. Und es wird ein ganz hoher Preis sein. Also wir haben hier dieses Mädchen, das da rumläuft und sagt, jetzt müssen wir die Ukraine in die EU hinein manövrieren. Die Folge wird sein, dass alle anderen Staaten Nettozahler werden. Also die internationalen Agrarriesen haben sich in die Schwarzerdeböden der Ukraine, sehr fruchtbare Böden, eingekauft. Sie werden dort genmanipuliertes Saatgut anwenden, denn Kredite des Internationalen Währungsfonds sind auf die Öffnung für genmanipuliertes Saatgut ausgerichtet. Und das liegt auch in den Vertragsbestimmungen drin. Das wird dazu führen, dass Großkonzerne ganz Europa mit Agrarprodukten überschwemmen, wo kein schleswig-holsteinischer Bauer mehr mithalten kann. Die Folge wird ein Höfesterben in ganz Europa sein. Das machen sich die Leute nicht klar. Ich will gar nicht darüber sprechen, dass der neue Haushalt vom Lindner schon darauf hinweist, dass überall im sozialen Bereich abgebaut wird. Das wird noch viel weitergehen. Das ist erst der Anfang. Und damit müssen wir aufhören. Und das sind die Machenschaften eines internationalen tiefen Staates und der funktioniert so. Vorhin habe ich gesagt, was hat Biden gegen Olaf Scholz in der Hand? Und dann haben wir
von der Leyen in der EU sitzt und die sagt, ich bin überzeugte Transatlantikerin und wir haben eine Außenministerin, die sowieso nur das tut und sagt, was ihr in Washington aufgeschrieben wird. Man muss ja sagen, diese Leute haben sich auf Gedeih und Verderb Washington ausgeliefert, weil sie einfach sagen, ich bin hier für ein paar Jahre gewählt, was ist denn hinterher? Ja, da möchte ich ja auch noch einen Dienstwagen haben. Und da erhofft man sich, dass man bei irgendeinem Think Tank in Washington auch noch ein warmes Büro hat und ein paar Dienstreisen machen kann. Das reicht schon als Motiv. Und so wächst das zusammen. Aber die einzige Möglichkeit, gegen diese Internationalisierung des tiefen Staates anzutreten, ist, der Protest muss auf die Straße. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja, das ist relativ klein, was ich jetzt dagegen sagen kann oder was ich erzählen kann. Das war, als ich war 1995 dann, als ich anfing, sehr intensiv zu recherchieren und offensichtlich auch schon auf einer richtigen Spur war, habe ich auch in Tallinn natürlich recherchiert, in Estland, und habe da in einem Hotel gewohnt, was eigentlich als so das einzige Touristenhotel damals so galt. Kam eines Abends nach Hause, nachdem ich mit Leuten gesprochen hatte von der Reserve-Crew der Estonia und so weiter, schon einige Erkenntnisse hatte, betrat mein Zimmer und sah sofort, da war alles um und um gewühlt. Ja. Also meine Tasche war ausgekippt. Also es war im Grunde genommen ganz offensichtlich, dass da jemand drin gewesen war. Es fehlte aber nichts. Also dachte ich, naja, dann haben die was gesucht, was sie nicht gefunden haben und vielleicht ist damit auch alles geklärt. Und war erstmal ganz unbesorgt und am nächsten Morgen wollte ich sehr früh eben mit der Fähre, diese Nachfolgefähre, die es dann da gab, Mare Baltikum, wollte ich dann nach Stockholm rübersetzen. Und ganz früh morgens, also bin ich im Hotel Bad und habe meinen eigenen Föhn dabei, den hatte ich immer mit, weil ich auch oft entdeckt habe, dass die eben keinen Föhn im Hotel hatten. Und ich schalte den an und es kommt eine Stichflamme raus, aber ich habe den noch so in der Hand und schmeiß den sofort weg und sogar das Kabel reißt raus aus dem Strom, also hatte ich wirklich richtig Glück. Hätte ich den so gehalten, wäre das direkt auf meinen Kopf gegangen. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht war der einfach kaputt, ne? Also kann ja sein. Und ich hatte damals bei mir im Haus, wo ich wohnte, eine Frau wohnen, die beim LKA gearbeitet hat und die einen sehr guten Draht zu ihrer KTU hatte, zu den technischen Untersuchungen. Und dann haben die das untersucht und die haben gesagt, nee, ganz eindeutig, das war angesägt. Also es war angeschnitten. Ne? Also richtig war eine Schnittstelle da drin, die direkt beim Übergang, wo das Kabel reinging in den Föhn. Das heißt, das war ein echter Anschlag auf mein Leben. Vielen Dank für die Ausführungen, Frau Rabe. Und eine Frage würden wir noch schaffen. Haben wir noch eine? Guten Abend, Stefan, mein Name, hallo. Hallo Stefan, erstmal, herzlich willkommen. Dankeschön. Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die Sie machen. Die ist extrem wichtig für uns alle und zeugt von Mut. Und ja, ich habe eine Frage an Patrick Barb. Erstmal vielen Dank für Ihre tolle Arbeit und auch was Sie in der Ukraine geleistet haben und auch, dass Sie den Mut gezeigt haben. Meine Frage wäre, befinden wir uns schon im Dritten Weltkrieg oder sind es die Anfänge vom Dritten Weltkrieg? Und dann ist meine Aussage dazu, wenn es so wäre oder wenn wir kurz davor stehen würden, worauf warten wir denn noch? Friedensdemos, jeder kann was bewegen, für Frieden kann jeder Mensch auf der Welt sein. Danke. Herr Brockhaus, wollen Sie anfangen? Ja. Achso, war das direkt an Herrn Barb gerichtet? Entschuldigung, ich habe das akustisch. Ich mach's kurz. Mhm. Der französische Historiker Emmanuel Todd hat ein Buch geschrieben mit dem Titel La Troisième Guerre du Monde a commencé. Der Dritte Weltkrieg hat schon begonnen. Und der schreibt darin... Wann war das? 2022. Und er analysiert das trennscharf, was in der Ukraine geschieht. Und er sagt, keine Seite hat ihre Kriegsziele erreicht. Die Russen haben es nicht geschafft, Kiew zu erobern. Donetsk liegt immer noch unter Beschuss. Ist also auch nicht, was sie unter Befreiung verstehen, auch nicht passiert. Und sie haben auch es nicht geschafft, im Süden so weit durchzumarschieren, dass sie Odessa, eine alte russische Stadt,
erobern und damit die Ukraine vom Schwarzmeerzugang trennen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass britische Spezialkräfte in Odessa aktiv sind. Das ist also auch militärisch wichtig. Auf der anderen Seite hat der Westen seine Ziele auch nicht erreicht. Was unsere Außenministerin vollmundig angekündigt hat, diese Sanktionen werden Russland ruinieren. Das ist nicht eingetreten. Die Sanktionen ruinieren Deutschland. Sie haben sich als Bumerang erwiesen. Die russische Wirtschaft wächst. Ich konnte mich davon überzeugen. Ich habe mir das in St. Petersburg angesehen. Wir sind auch runtergefahren nach Nischni Nowgorod. Die Autobahnen sind in besserem Zustand als in Deutschland. Es ist eine Boomtown. Man hat auf dem Wassiljewski-Eiland, das der Stadt vorgelagert ist, eine Neulandgewinnung gemacht und baut da einfach mal 100.000 Wohnungen. So sieht das in Russland aus. Die Lebensverhältnisse sind immer noch schwierig. Ich will das nicht gesund beten. Ich will nur sagen, Russland, die russische Wirtschaft wächst. Und ich habe die Belege dafür gesehen. Ich denke auch, dass Emmanuel Todt richtig liegt. Der Dritte Weltkrieg hat begonnen. Wenn auch nicht als heißer Krieg, sondern als Wirtschaftskrieg, als Krieg der Sanktionen mit der gesamten Dritten Welt, die sich ja nicht auf die Sanktionen gegen Russland einlässt. Nur 48 Staaten schlossen sich den Sanktionen an, von 185 Staaten in den Vereinten Nationen. Also sogar der europäische Think Tank in Brüssel, European Council of Foreign Relations, hatte ein Papier veröffentlicht mit dem Titel United in the West, Divided from the Rest. Also der Westen ist sich einig in einer kleinen Gruppe von Staaten, aber die anderen werden wirtschaftlich stärker und sie machen die Mätzchen nicht mehr mit, weil sie sagen, heute geht's gegen die Russen und morgen gegen uns. Oder wie stellt ihr euch das vor? Und das machen sie nicht. So, und es hätte mir natürlich gefallen, ich war natürlich auch im Februar in Berlin bei der Demonstration. Ich kann Ihnen zusagen, ja, ich seit 40 Jahren in meinem Berufsleben beobachte ich Demonstrationen. Und es waren nicht 13.000. Die Presse hat gelogen. Das waren etwa 50.000. Man kann das natürlich auch so machen. Die Polizei hat gesagt, das Demonstrationsgelände ist voll, jetzt müsst ihr alle wegbleiben. Dann standen die Menschen seitwärts im Wald, mussten Umwege gehen. Die wurden dann nicht mitgezählt. Das kann man natürlich so machen. Mir hätte es gut gefallen, wenn sich die Organisatoren sich in der Lage gesehen hätten, diese Demonstrationen monatlich fortzusetzen, über die gesamte Bundesrepublik verteilt, um anzuknüpfen an den Bonner Hofgarten 1983, aber auch an den Olof Palme Friedensmarsch in der DDR. Wäre mir noch wichtiger gewesen, 1987, weil mit Olof Palme verbindet sich das Konzept atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa und neutrales Skandinavien. Das ist ein Grund, warum er umgebracht wurde. Deshalb wurde er umgelegt. Genau, deswegen wurde er umgelegt. Und dieses Ziel, ein atomwaffenfreies Mitteleuropa, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Denn wenn es losgeht und wir tanzen am Rande eines Atomkriegs, wenn es losgeht, dann werden Polen und die Bundesrepublik Deutschland vollständig zerstört. Die Kracher landen nicht in der Ukraine, die landen hier. Und deswegen ist das in meinen Augen ein Tanz auf dem Vulkan. Der Protest muss auf die Straße getragen werden dagegen. Würde ich auch so sehen, der Dritte Weltkrieg ist im Gange. Die USA müssen um ihrer Doktrin der Full-Spectrum-Dominanz noch irgendwie nachzukommen, müssen Russland und China in den Griff kriegen. Ja? Und das hat schon Brzezinski damals, der große geopolitische Stratege, gesagt. Ja, wenn wir gegen China was machen wollen, müssen wir vorher die Russen, also gegen beide gleichzeitig geht nicht. Und jetzt haben wir genau die Situation, dass die Amerikaner uns, den Westen und die EU und die armen Ukrainer, die dort verheizt werden, jeden Tag aufs Neue in diesen Krieg treiben, der völlig sinnlos letztendlich ist, ja, weil was ist denn das Ziel? Freiheit für die Ukraine, territorial, die Russen wollen kein Territorium, das Land ist ja eh viel zu groß, die brauchen nicht noch ein paar hundert Quadratmeter, Kilometer Ukraine dazu, die wollen einen Nachbar, der militärisch neutral ist und ihnen nicht die Raketen auf die Brust setzt. Gab es je einen sinnvollen Krieg? Bitte? Gab es je einen sinnvollen Krieg?
Ja, weiß ich jetzt nicht. Nur der hier ist besonders sinnlos. Ja, weil Sie gesagt so. Hatten, er ist sinnlos und okay, fast es gab eine philosophische Frage. Ja, also, und der, dass das jetzt versucht wird, dort militärisch irgendetwas zu gewinnen. Man muss sich doch mal überlegen, Russland ist ja nicht nur das Territorium so riesig, sondern die Armee, die russische Armee ist 10-mal so stark wie die ukrainische. Da können wir noch so viel, wir haben jetzt schon 100 Leopard geschickt, die sind alle schon kaputt. Da können wir noch mal 100 nachschicken, die werden auch kaputt gehen. Das wird alles nicht funktionieren. Du kannst keinen Krieg gewinnen, wenn du keine Lufthoheit hast. Da kannst du noch so viele Panzer schicken. Also das wird nicht gehen. Das geht einfach nicht. Dass unsere Medien hier furchtbare Berichte eigentlich jeden Tag bringen. Ja, jetzt haben sie da in irgendeinem Dorf, ja, das wurde befreit. In dem Dorf wohnt schon gar niemand mehr und da stehen auch nur 10 Häuser. Das wird uns hier als Erfolgsmeldung rübergebracht. Und realistisch sieht es aber so aus, dass ja, aber Tausende von Ukrainern verheizt werden dort. Die Russen verlieren auch Menschen, aber deutlich weniger Soldaten als die Ukraine, weil sie die viel stärkere Armee haben. Und das weiterzuführen ist fatal. Und was Patrick sagt, wir sind, es ist eine Atommacht hier. Die Amerikaner führen den Krieg immer noch so, als ging es jetzt hier gegen Afghanistan. Und da schmeißen wir mal ein paar Bomben, schicken noch unsere tollen Fighter-Jets und dann ist es erledigt. Wir haben ja gesehen, sie haben ja noch nicht, die Taliban haben sie ja verjagt, ja, mit Sandalen und Kalaschnikows, ja. Also wer noch nicht mal gegen Afghanistan einen Krieg gewinnen kann, der kann noch nicht gegen die Russen antreten. Das ist völliger Irrsinn. Und deswegen muss es morgen Verhandlungen geben. Deshalb muss morgen gesagt werden, okay, hört auf zu schießen. Also Waffenstillstand, aber einen, der wirklich zu Verhandlungen führt. Ich meine, die Merkel hat ja selbst zugegeben, ja, Minsk, das haben wir ja nur gemacht, damit wir die Ukrainer ein bisschen aufrüsten können. Das hat sie ja wörtlich so gesagt. Und nichts anderes war dieses Minsk-Abkommen, was die Deutschen und die Franzosen gemacht haben und gesagt, ja, wir haben jetzt hier einen Deal. Und der wurde dann nicht eingehalten, und zwar nicht von den Russen nicht eingehalten, sondern von uns. Wir haben ihn ignoriert, weil die Armee aufgerüstet werden soll. Jetzt stellt man fest, diese Armee hat keine Chance. Es wird immer noch weiter Waffenlieferungen, wer gegen Waffenlieferungen ist, ist für Putin. Das ist doch völliger Wahnsinn, was da passiert, ja. Sondern man muss sagen, hört auf zu schießen. Und macht Frieden. Und wenn diese beiden Donetsk-Lugansk-Republiken, die waren ja noch keine vor diesem Krieg, die Russen wollen keine neuen Republiken dazu haben. Die wollten nur, dass da keine NATO-Raketen hingestellt werden. Ich habe ja mit dem Paul Schreier 2014 ein Buch gemacht über die ganze Maidan-Geschichte. Und da schon gesagt und geschrieben, die Ukraine muss nicht in die NATO, die könnte, und das wäre ideal für dieses Land, ein neutraler Staat werden, der zwischen Ost und West die Geschäfte regelt und reguliert, eine Art Schweiz zwischen dem Osten und Westeuropa. Und da müssen wir eigentlich hin und nicht die jetzt noch in die NATO. Die Russen sagen, NATO ist für uns No-Go vor unserer Haustür. Und wir werden so lange kämpfen, bis wir das durchgesetzt haben. Ja? Und das wird passieren. Und weil schon Napoleon und schon Hitler versucht haben, die Russen klein zu kriegen und es nicht geschafft haben, wird ein Joe Biden, der selbstfahrende Präsident wird er in Russland genannt, ja. Also der wird es auch nicht schaffen. Und wir müssen aufhören, wir Deutschen auch als Vasallen hinter diesen Amerikanern weiter herzulaufen und uns am Ende dann auch noch mit der Bundeswehr da in diesen Konflikt reinziehen lassen. Nein, der muss aufhören und man muss verhandeln. Gutes Stichwort, ja. Gutes Stichwort, weil so möchte ich unsere Community und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Hamburg nicht in die Nacht entlassen mit diesem Gedanken, im Dritten Weltkrieg zu sein. Deswegen frage ich auch Frau Raabe, wir haben ja auch in der Hauptsendung darüber gesprochen, wie kommen wir aus der Angst grundsätzlich raus?
Also ich persönlich glaube nicht, dass wir in einem dritten Weltkrieg sind oder auch landen werden. Und zwar aufgrund einer Tatsache, gerade was ihr gesagt habt. Die Staaten, die jetzt beteiligt sind, die reiben sich auf. Und das ist ein Abnutzungskrieg. Aber die anderen gucken eigentlich nur belustigt zu, mehr oder weniger belustigt. Und ich denke mal, die werden nicht eingreifen. Es wird nicht zu einer Weltinvolvierung, also von anderen Ländern, kommen. Es wird einfach uns hier in Europa diese Abnutzung und diese, wie soll man sagen, Deindustrialisierung, der wir ja schon unterworfen sind, ja, und diese ständige, im Grunde genommen, Mitfinanzieren dieses sinnlosen Krieges, das führt zu so einer Zerreibung, so einer Abröselung irgendwie. Also ich sehe das gar nicht so als schlimm an, aber es wird unsere Sozialsysteme, es wird unsere Steuersysteme ruinieren. Ja, wir werden hier in Europa eigentlich ruiniert. Wir zahlen diesen Krieg der Amerikaner und Amerika wird unglaublich an Macht und Ansehen eigentlich verlieren, weil sie können den Krieg nicht gewinnen, da stimme ich total überein. Aber deswegen denke ich nur, ein dritter Weltkrieg, in dem Sinne, wie wir uns das immer vorgestellt haben, glaube ich, wird nicht stattfinden, sondern eher so diese Abnutzung, dieses ständiges Zerbröseln. Ja, das sehe ich eher. Herr Höfer, haben Sie noch ein positives Szenario zum Schluss? Ich habe eine Sache, muss ich noch hier reinbringen. Das passt zwar grundsätzlich nicht zu diesem Thema, aber es ist etwas, ich habe es auch erst jetzt die letzten Tage mitbekommen. Sie sind ja Erfinder des Abonnieraufrufs bei YouTube. Ja, in der Tat. Ich weiß nicht, ob das müssen Sie noch mal kurz erzählen, einfach weil wir ja auch gesagt haben, wir müssen schmunzeln. Und ich glaube, das ist eine gute Geschichte, um dann in die Nacht hinein zu schmunzeln. Also, und zwar weltweit haben Sie das quasi als Erster gemacht. Es ist eine Anekdote. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich der Allererste bin. YouTube hat mir das allerdings schriftlich bestätigt. Das war im Juli 2006. Da war YouTube noch nicht besonders alt. Und da war ich tatsächlich der Erste, der auf recht kreative Weise dazu aufgerufen hat, dass meine Zuschauer meinen Kanal abonnieren. Ja. So. Und da muss ich wohl offensichtlich einer der Ersten, wenn nicht der Erste gewesen sein, weil an dem Tag, wo ich das gemacht hatte, das war nur ein 36-Sekunden-Video, wo ich dazu aufgerufen hatte. Und das war ein bisschen, ja, noch so hypnotisch gemacht, mit die Spirale und so. Das war so ein bisschen satirisch halt gemacht, so wie, ja, abonniere meinen YouTube-Kanal und so weiter. YouTube fand das so klasse, hatte damals noch gar nicht zu Google gehört, dass sie mir eine E-Mail geschrieben haben, vielen Dank, ja, das ist super kreativ, deswegen stellen wir das jetzt auch auf die Startseite drauf. Und das Video hatte 2 Millionen Klicks dann über Nacht. Und ja, YouTube hatte mir damals tatsächlich bestätigt, dass ich, also dass sie das auf die Startseite genommen hatten, weil die das so toll fanden, ich glaub, dass jemand sind auf sogar die Idee 20 Millionen ist. Klicks, ne? Also es sind viel mehr geworden. Ja, also wenn wir damit jetzt aus der Sendung rausgehen wollen, es ist eine nette Anekdote, ja. Ich würde mich jetzt vielleicht nicht als der Erfinder des Subscription-Aufrufes bezeichnen, aber YouTube hat das getan, ja, habe ich schriftlich. Also ich finde, das ist eine schöne Brücke in die Nacht und deswegen möchte ich es dabei auch für heute Abend belassen, weil ich glaube, das waren also hier sehr, sehr wertvolle Gespräche, die wir sowohl in der Hauptsendung als auch jetzt und auch mit euren Fragen geführt haben. Und es ist ganz wichtig, immer wieder auch zu dem Punkt zu kommen und zu sagen, worum geht's eigentlich wirklich im Leben? Und es geht darum, den jetzigen Moment zu schätzen, im jetzigen Moment zu sein. Und im jetzigen Moment sind wir hier. Im jetzigen Moment haben wir all diese Möglichkeiten, die wir haben, hier mit euch gemeinsam, Und von daher, ich bin immer ein großer Freund vom Licht am Ende des Tunnels. Und in diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Nacht, sage bis ganz bald an dieser Stelle und vielen Dank an meine Gäste für die Unterstützung, hier ans gesamte Team. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Tschüss. Auf Augenhöhe.